ich habe vielleicht noch eine Frage, einfach, es ist schon, man hat ja jetzt ganz bewusst eben von legalen Angeboten geredet und man weiß ja jetzt in der ganzen Diskussion, ist der Schwerpunkt, wo bis jetzt diskutiert worden ist, ist eigentlich das illegale Angebot zurückzudrängen, um natürlich im legalen Angebot auch mehr Chancen zu geben. Das ist das, was jetzt im Prinzip auch im Vordergrund gestanden ist, von Seiten der Produzierenden, von der Rechteinhaber, aber auch von der Urheberinnen und Urheber. Gar nicht richtig in der Annahme, dass das ein gemeinsames Interesse ist, auch mit den legalen Anbietern, dass man eigentlich die illegalen Anbieter eigentlich gemeinsam mit den Zug bietet. Ist das richtig in der Annahme? Was ist das für die illegalen Anbieter? Sind die für euch auch ein Problem? Das sind sie ganz sicher, und zwar auf verschiedene Art und Weise. Einerseits sicher, das sind die ersten Anbieter, die unsere Netz benutzen oder unsere Netz vor allem belastet mit dem Traffic. Das kann man sagen, heute, wo Glasfaser da ist, ist das nicht mehr so relevant. Trotzdem, es macht Verkehr auf unserem Netz, wo wir nichts verdienen, wo wir im Kreuzfeuer von der Berechtigten stehen, als sag ich jetzt, Zugangsprovider, was uns gar nichts bringt. Also, das ist schon mal ein Punkt, wo wir keinen Grund sehen, warum wir die unterstützen sollten. Zweiter Punkt, ich glaube auch nicht wirklich, dass unsere Kunden jetzt einen Access bei uns haben, nur weil sie wollen, illegal irgendwelche Werke nutzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn es die Angebote nicht mehr gäbe, hätten wir wahrscheinlich eine verschwindend kleine Zahl von Kunden, die sich ärgern würden. Das ist meine Einschätzung. Ich das ist auch schon eine Zeit her, wenn man das jetzt kann machen. Also nicht ganz genau, wie die Jugendlichen ticken, aber ich habe das Gefühl, dass ich da nicht so falsch liegen. Das andere ist, wir sind interessiert natürlich, dass wenn wir jetzt schon so Netze bauen, dass die mit sinnvollem Content weiterhin können gefüllt werden, also dass Dienste darüber angeboten werden. Das heisst, wir sind auch abhängig von einer Content-Industrie, die ein vielfältiges Angebot macht. Und da rede ich jetzt persönlich und auch bis zum gewissen Stück für Swisscom. Ich habe null Interesse, dass nur noch Blockbusters auf unserem Netz laufen. Also, und das sind ja die sich wahrscheinlich am längsten könnten haben. Die Kleinen, die verschwinden. Da fehlt das Geld für die Förderung von denen etc. Und dort würde dann gar nichts gehen. Und ich schätze eigentlich die Vielfalt, die wir in der Schweiz haben mit unserem System. Darum denke ich, sind wir genauso interessiert, dass solche illegale Angebote, wenn ich jetzt, dass die zurückgebunden werden. Ich meine, ich habe mit grosser Genugtuung gelesen letzte Woche, dass RapidShare 60 Stellen abbaut, deren ihr Geschäftsmodell. Also, ich meine, es tut mir leid, die Leute, die keinen Job mehr haben, ist klar, aber offensichtlich so eben, ist das Geschäftsmodell halt stark ausgelegt gewesen auf solche Angebote, die halt nicht nachhaltig sind. Und warum die jetzt gerade im jetzigen Moment den Schritt gemacht haben, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, weil sie einfach merken, dass das Umfeld ein bisschen rauer wird und dass man in der Schweiz wahrscheinlich Zeichen gesetzt hat, dass man entschieden gegen solche Sachen vorgehen. Dass mittels dem Zugang auch illegale Sachen gemacht werden, das können wir nicht verhindern. Es ist im Übrigen nicht nur Urheberrechtspiraterie. Oder? Ich meine, du kannst auch Geldwäscherei betreiben, nicht mehr das. Du kannst Drohungen aussprechen, du kannst Markenrechtsverletzungen begehen, eine Fülle von Straftaten begehen. Oder sagen wir, verwandte Rechte oder Rechte von Dritten verletzen. Und bei jedem von dem kann man sagen, ja, das kommt verdient gleich mit. Aber das ist irgendwie auch ein unfairer Anwurf. Also, ich meine, Mercedes ist auch nicht verantwortlich, wenn ich 140 fahre. Klar verdienen sie mit, wenn ich das Auto kaufe. Spam und Urheberrechtsverletzung. Ganz kurz, Spam ist halt so, also ist so der Geschichte, ist gesetzlich auch vorgeschrieben, dass es verboten ist, etc. im UWG mittlerweile, aber ursprünglich, wenn sie auf dieser Blacklist gelandet sind, haben wir die Bluewin-Zeiten zu Anfang gehabt, dann haben sie plötzlich von einem Moment auf der anderen keine Mails mehr können auf Amerika schicken, weil die dort dann sie geblockt haben, gesagt, die haben da drei Spammer, und bis man dann wieder das können aufheben, das ist also die armen Leute aus dem Abuse-Team bei uns, die das haben müssen machen, das ist eine Katastrophe. Man hat uns, die Amerikaner hauptsächlich, haben alle gezwungen, nicht nur uns, dort rigoros vorzugehen.
und zum Teil vielleicht auch ein bisschen zu überreagieren. Die schwierig ist, oder? Ich habe ein Beispiel von einem Küchenbauer, der ganz viele Leute angeschrieben hat, wo man nachher einfach vom Netz abgeklemmt hat, gesagt, so, und der hat dann natürlich zu Recht auch mit Schadenersatz drauf etc. Nur weil der ein paar Mails verschickt hat, hat man die müssen einschreiten. Die Zurückhaltung von der Access Provider in der AGU 12, ja, die ist so übergekommen, so wie man das von den Reaktionen sieht. Ich war selber dort auch zweimal zugegen gewesen. Herr Leubli. Wir haben, das Problem dort ist, wir wehren uns nicht gegen Massnahmen, die dann schlussendlich um gegen das Phänomen, sage ich jetzt mal, muss einsetzen. Was unser Dilemma ist, wir sind im Moment in einem engen regulatorischen Korsett drin, und das ist das Fernmeldegeheimnis im Wesentlichen, wo uns unter Bundesgerichtsrechtsprechung, wo gewisse Sachen einfach sagen, wenn Sie das und das machen, dann verstoßen Sie schon gegen das Fernmeldegeheimnis und darum können wir das nicht. Was wir gesagt haben, und dazu stehen wir auch, wenn das gesetzlich geregelt ist, dass wir das so machen sollen, und das muss wahrscheinlich eben auch so sein, damit wir nicht selber in die Schusslinie kommen, dann tun wir uns nicht weh. Das machen wir, das setzen wir um. Eben aus den Gründen, die wir auch gesagt haben, dass das auch unser ureigenstes Interesse ist, dass das Ökosystem nachhaltig weitergeführt werden kann. Ein kleines Beispiel, wir machen das, obwohl das nicht zu vergleichen ist von der Rechtsgüter her, auf freiwilliger Basis mit dem COBIC in Sachen Kinderpornografie. Das kann man nicht vergleichen direkt, aber dort ist es so, dass wir eine freiwillige Vereinbarung haben, die Branche, die Providers mit dem COBIC, wo so eine Liste führt. In dieser Vereinbarung steht auch, dass wir freigestellt sind bzw. schadlos gehalten wird bei Fehler. Das übernimmt das COBIC. Und die geben uns Seiten durch, etc., wo sie sagen, dort und dort ist kinderpornografischer Inhalt, und innerhalb von Sekunden blocken wir die und machen das zu. Das ist selbstverständlich. Man hat geschaut, ob man so eine Selbstregulierungsmassnahme auch im Bereich Urheberrecht könnte machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehen einfach juristische Meinungen dazwischen. Es gibt namhafte Professoren, unter anderem eben das Bundesgericht, die sagen, es geht nicht, es ist kein Raum für Selbstregulierung, da muss eine gesetzliche Grundlage haben. Andere Vertreter, Urheberrechtsseiten auch, zu Recht sagen, mit ein bisschen gutem Willen ging das schon. Ja, ich kann nicht viel dazu. Und von dort her vielleicht auch ein bisschen die Haltung oder ein bisschen das Verständnis oder den Eindruck, dass wir uns da ein bisschen würden sperren. Wobei ich muss sagen, das ist auch der Grund, warum ich an so Veranstaltungen mitmache. Ich versuche den Eindruck immer ein bisschen wieder auch ein bisschen wegzubringen und unsere Konstruktivität hervor, also oder zeigen, dass wir auch Wende machen, dass wir Teil von dieser Lösung sein wollen. Wir können es uns nicht leisten, dass wir da jetzt sind und dass wir uns zerfleischen und dann auch in der Öffentlichkeit, das ist nicht im Sinn von der Swisscom sicher.